So, Freunde, willkommen zum Durchspielen des Märchen aus dem Grimmwald. Ja, ich werde die letzten beiden Stufen von episch und legendär machen. Das habe ich ja schon durchgespielt. Ich weiß gar nicht, welchen Belohnungsrang sind wir da. Bin ich damit zufrieden? Ich will ja immer eigentlich hier in diesen, den ich jetzt gerade erreicht habe, damit ich die Flaschen kriege und die Münze. Für mehr habe ich einfach definitiv keinen Bock, ja. Weil ich habe nämlich gerade, das kann ich ja mal hier zeigen. Ja, guck dir mal diese geilen Scores an. Ja, warte mal. Der war noch in Ordnung. Und dann diese beiden hier, ja. Diese beiden, auch der 13er und der hier. Das sind vier Etappen. Die haben mich 24 Minuten gekostet. Ich hab's gestoppt. 24 fucking Minuten, die ich in meinem Leben verschwendet habe, weil ich diese scheiß vier Etappen gespielt habe. Minimum, also im Schnitt irgendwie, ich glaube, das war jetzt hier gerade das Highlight, 6,5 Minuten und die anderen waren irgendwas so mit 5,5 oder sowas. Also hätte ich das aufgenommen, das wäre wahrscheinlich eine Folge plus 18 gewesen. Ja, ich habe mich sowas von aufgeregt, weil ich gehe halt mit Mono-Blau rein, ja. Einfach aus dem Grund, normalerweise mache ich das ja nicht, aber einfach aus dem Grund, weil ich halt, gehen wir jetzt mal hier in die Belohnung, weil ich halt diese Belohnung haben will, ja, also hier die Weltenergieflaschen für Atlantis und sowas. Und deswegen gehe ich halt mit Mono rein, in der Hoffnung, es kommt ein gutes Board und dann kann ich mit Items da mal durchhauen, guten Score machen und sichere mir diesen Platz, ja. Das Ding ist, dieses Event gibt mir keine blauen Boards, ja, also, manchmal funktioniert's, aber dann ist es auch so, dass ich dann drei Stufen tote Hose hab, ja, und dann, man kennt es, dann ist der Held außen und ich krieg irgendwie gar keine Kombos, die anderen Kombos kriege ich dann so in der Mitte irgendwie, treff den einen gar nicht, dann habe ich blau, aber ich will mir die Specials aufheben für die Bossrunde und so weiter und dann saß ich da in einer Welle irgendwie 2,5 Minuten. Ja, ich wollte schon einfach ausmachen oder aus Frust Items schmeißen, aber ja, ich denke mir dann immer, lass das Spiel nicht gewinnen, ja. Lass es nicht in deinen Kopf rein und zieh dein Ding durch und dann kommen dann halt 5,5 und 6,5 Minuten. Deswegen, ich hasse diese Events, ja, muss ich ganz klar sagen. Ich hasse es einfach, also dieses Durchspielen. Und deswegen umso einen größeren Respekt. Ich kann es nur noch immer mal wieder sagen. Umso größeren Respekt für die Leute, die wirklich auf Rang spielen und das den ganzen Tag über machen. Ja, also ich glaube, ich würde es einen Tag machen und dann würden mich die Männer im weißen Kittel abholen. Das ist, nee. Aber auch so, guck dir das mal an hier. Das war auch bestimmt ein richtiges Scheißboard und dann auf einmal, zack, da habe ich auf einmal ein gutes Board gehabt. Ja, und dann kackt es wieder so langsam ab. Und das war wohl ganz schlimm, weil da war der Score hier sogar besser. Also ich sehe, also aber das Gute ist dabei, ich kann mich überall noch verbessern, ja. Also das ist das einzig Schöne daran. Und also wenn man wirklich gute Scores haben will, empfehle ich halt Mono zu spielen. Nur ich bin da halt auch schon so ein bisschen natürlich von Anfang an im Hintertreffen, weil wenn du dir mal die Leute halt anguckst, die sich da halt spezialisieren, na guck mal, 20, 18. Na gut, das ist einer, der zeigt's nicht. Ah gut, okay. Quinn hat natürlich auch jetzt keine Embleme auf den Helden. Gut, der spielt aber auch wahrscheinlich den ganzen Tag, ne? Und irgendwann hat er dann das Board, was ihm Glück bringt. So ein Board, was du nutzen kannst in einer Stunde oder sowas, keine Ahnung. Deswegen, wir ziehen das jetzt hier einfach durch. Und dann gucken wir einfach mal, weil auf die Belohnung, da können wir jetzt auch gleich nochmal eingehen. Die haben sie ja auch verbessert. Was ich ehrlich gesagt aber nicht gut finde, ja. Also viele sagen ja, da ja, super, kriegen jetzt Embleme ohne Ende. Finde ich aber persönlich nicht so gut, ja, weil, weiß nicht, jetzt auf einmal, jetzt haben sie sich, hat man sich beschwert und jetzt schmeißen sie dir auf einmal alles hinterher. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch heute Morgen für das Turnier. Ich habe es jetzt, also wer die Turniere bei mir verfolgt hat, war jetzt nicht so super. Ich bin am Ende Top 5 gelandet und habe 50 Embleme gekriegt. So viel habe ich noch nie gekriegt in diesem Spiel, in dem Turnier. Ja.
Und weiß nicht, also da wird mir jetzt irgendwie zu viel Nägel mit Köppen gemacht, ja, da wird jetzt ordentlich rausgeballert, was ich ehrlich gesagt nicht gut finde. Aber das ist meine Meinung, ja. Ach ja, sie beide auf den gleichen oder was? So, und hier auch wieder, ne, wie in den letzten Turnieren. Also jetzt geht das dann alles auf. Ja, komm, scheiß drauf. Kombos sind wichtig. Die Zeit ist natürlich auch wichtig. Die Zeit ist aber generell hier bei mir jetzt schon wieder scheiße. Ne, das ist jetzt hier so eine typische Situation, wo ich dann teilweise 5 Minuten dran spiele, weil ich mir die Specials aufhebe und es kommt nichts. Und dann bin ich irgendwann so frustriert, dass ich dann sage, komm, scheiße. Ach ja, das ist das perfekte Beispiel. Komm. Ah, nee, ich muss mich jetzt am Riemen halten hier. Hätte ich schon wieder das böse F-Wort gesagt? Ich habe mir das Match hier unten kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ach ja, komm schon. Okay, dann, ja, ich muss auch noch heilen, ja. Ach, so verschwende ich meine Lebenszeit, ja. Ach, die drei jetzt auch noch. Also mal ohne Witz. Wenn ich ohne Item spiele, wie willst du es mit so einem Board schaffen? Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Dir das an, guck dir das an. Ja, klar. Hau ihn mit einem One-Shot weg, ey. Wer bist du denn? Ich glaube, ich muss Items einsetzen. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, ich muss Items einsetzen. Die knallen hier so rein. Ja, Sonja. Das kommt auch nix, ja. Drei. Super. Drei Stück. Das hilft mir viel. Na, jetzt sind sie gleich alle geladen. Ja, sicher, jetzt heilt er oder was? Ja, sicher. Alter Falter. Bleib doch mal geschmeidig. Ach, guck mal. Das ist doch scheiße, sowas. Jetzt mal ohne Witz. Ja, klar, komm, dann muss ich jetzt. Dann müssen wir jetzt Items. Ach, jetzt muss ich hier auch noch so viel klicken. Alter Falter. Was denn hier für eine Rotze? Trifft er nicht? Komm, hau weg die Scheiße. So. So, haben wir die auch noch. Ist ja scheißegal, wir haben ja Zeit. So. Das ist das, was ich absolut nicht an den. Und schon wieder 4,5 Minuten. 4,5 Minuten Zeitverschwendung, ja? Ja, neuer Highscore, komm. Einfach nur einmal gespielt bisher. Boah, ey. Nee. Bei Legendär haben sie mir sogar gerade in der ersten Runde J kaputt gemacht. Da wollte ich ja schon komplett ausmachen. Guck hier, die gehen nur auf ihn. Guck's dir an. Gleich ist er weg. Und dann gehe ich direkt mit 4 weiter. Guck dir das doch mal an. Das ist mal ohne Spaß. Hätte denn diese Boards hier verarscht wieder? Weißt du, da brauchst du gar nicht irgendwie mit Mono reingehen und auf ein gutes Board hoffen. Guck dir mal diese Rotze an. Das sind die Leute, die das durchspielen, ja, die hätten schon nach 5 Sekunden, die hätten sie schon ausgemacht und hätten sich das nächste, hätten es nochmal wiederholt. Ach komm, Diamant und es passiert gar nichts. Ah, Kirill, ne? Jetzt haben sie Kirill hier am Haken.
Alter, willst du mich, wenn du mir jetzt der Kirill kaputt machst, ja, ich kann den jetzt laden, wenn du mir den kaputt machst. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Jetzt mal ohne Spaß. Das darf doch nicht wahr sein. Du kannst jeden treffen. Ausgerechnet, jetzt wird mein Heiler kaputt gemacht. Ja, da kann ich doch gleich schon nach Hause gehen wieder. Meine Fresse, ey. Irgendwann kriege ich echt noch. Während der Aufnahme kriege ich noch einen Herzanfall, Herzinfarkt und allen möglichen Scheiß. Mein Gott, ey. Ja, komm, leck mich. Ja, die Kombos kannst du dir jetzt sparen. Jetzt brauche ich auch nicht mehr. Jetzt fallen wir hier durch. Weißt du was, jetzt hebe ich mir das, jetzt spielen wir halt mit Items Scheiß drauf. Ach, jetzt die Maus nicht richtig nach hier. So, komm, ja. War mir alles zu lange hier. So, guck mal, alles weg hier unten, ist das schön. Ach, oh ja, noch Bomben. Oh je. So, komm, zieh durch. Okay. Ja, J brauchen wir jetzt irgendwie nicht, ne? In dem Moment. So, knallen wir die Bomben auch mal alle rein. So. Am Ende verkacke ich es jetzt. Wenn ich jetzt auch noch verkacke, dann waren die ganzen Items umsonst. Das ist ja das Traurige daran. So. Ach, guck dir das an. Ah. Wie soll ich, das kann ich nicht gewinnen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh, komm schon. Das ist dein fucking Ernst. Jetzt mal ohne Spaß. Das bringt mir jetzt auch den ganzen Plan durcheinander, weil es ist nämlich, meine Energie war darauf ausgelegt, ja, dass ich, dass wir das alles so in einem Rutsch schaffen. Das ist so eine Wichse hier, die Turnier, ne? Die Event, die kotzen mich sowas von an. Ja, komm. Also ich muss sagen, es gibt für mich nichts Positives an diesen Events, ja. Die sind grausam. Die sind echt grausam. Dieses monotone Wiederholen, dieses Hoffen. Da bringt dir das mit Mono-Spielen überhaupt nichts. Ich glaube, ich mache das bei Legendär auch gleich nicht. Das regt mich nur noch mehr auf. Da machen wir gleich einfach ein schönes Team. Was dann da durchknallt und fertig. Weil das macht ja absolut keinen Sinn. Komm. Weg mit dir. Ah, das ist so typisch, dass ich ausgerechnet, ne? Ausgerechnet Kirill. Ausgerechnet. Ein Angriff vor der Heilung. Das hat mir natürlich alles zerstört, ja? So, komm, jetzt bringen wir das denn jetzt mal hin. Da kriegen wir den weg, okay.
So. Geht das wieder los, ja? Wieder diese wunderschöne Eckenhälte. Und ich muss mir die Steine wirklich für die Bossrunde aufheben, ja, für die Specials. Specials und Steine. Nein, jetzt hör auf, jetzt baller nicht alle weg. So. Ach, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Sonja gegangen bin. Erstmal den Kater versuchen wegzukriegen. Ach, guck mal. Jetzt kommt wieder gar nichts, ja, gar nichts. Ja, mach mal deine Mäuse da, mir doch egal. Ach, komm. Warum? Gottverdammt, warum? Ich hasse diese Events. Habe ich da schon gesagt, dass ich diese Events abgrundtief hasse? Hm, jetzt knallen wir alle voll in den Gegenschlag rein, klar. Jetzt lasst mich wenigstens hier mal den. So, immerhin einer schon mal weg. Ach komm, was. Irgendwann müssen wir hier auch mal zur Potte kommen. Klar. Na, dann nutzen wir mal einfach unser Mana. Wobei. Ach komm, jetzt. Das reicht noch nicht mal. Das reicht noch nicht mal. Ah. Ach, weißt du was, komm. Jetzt habe ich ja die Schnauze voll. Dann ballern wir alles wieder weg. Hauptsache, wir schaffen das hier. Ah, also, Events mache ich nur, um zu zeigen, wie sehr ich es nicht mag. So, er kann sich ja zum Glück nicht heilen. Komm, hau mal da einfach drauf. So, komm, dann halte ich dich jetzt zweimal. So, Mana drauf und fertig, komm. Boah, ey. Verschwendung von Ressourcen, ne? Verschwendung von Ressourcen und von Nerven. Ja, danke. Oh, das Mindeste, was du mir da geben kannst für. So, jetzt, hier mache ich jetzt keinen Mono. Da habe ich jetzt definitiv keinen Bock mehr zu. Ja, das ist echt grausam. Hatte mal Rotes gesperrt, ne? Nehmen wir kein Rot mit. Nehmen wir mal hier unser normales Team mit, was wir sonst auch immer nehmen. So, so. Ah ne, Rot ist ja. Rot ist ja gesperrt. Ariel noch. Wen nehmen wir denn dann noch? Einen blauen vielleicht noch dazu. Fehler. So. Das können wir mal tauschen. Jetzt ist Zeit, ist mir jetzt wirklich scheißegal, ja. Ich will es nur durchspielen, ohne mich jetzt hier großartig wieder einzukaufen. Ah. Nee, also wirklich, diese Turniere, beziehungsweise Events. Naja, guck mal, jetzt auf einmal, ja. Wer hat euch denn jetzt wieder verarscht, dass ihr jetzt hier mir sowas gebt? So, Seeschat dahin. So, Talek an.
wir den Diamanten. Also habe ich das Gefühl, läuft viel besser. So, sehe ich ja dahin. Also viel schneller waren wir mit Mono jetzt auch nicht, ne? Ja, die Kiste, die ist jetzt ein bisschen blöd da außen. Aber vielleicht kriegen, ja, nee, mit denen Helden jetzt nicht. Die haben nicht zu viel, die haben zu wenig Bums dahinter. Naja, ich hätte eine Seeschatter jetzt gebraucht in der Ecke. Also, aber das sollte sogar reichen. Ja. Also, bisher deutlich entspannter. Deutlich entspannter als Mono und von der Zeit her sind wir eigentlich genauso gut wie beim Mono dabei. Meiner Meinung nach. Also auf alle gehen, außer auf Ariel. Danke. So, Drake geht auf alle. Aber ich kann, also wenn man es wirklich durchspielen will und man hat zu schlechte Helden, ja, dann kann ich eigentlich immer nur Mono empfehlen, muss man wirklich sagen. Weil wenn du dann Glück hast, wahrscheinlich wirst du mehr haben als ich, dann kommen halt die Steine und dann kannst du da relativ gut durchkommen. Ja, also mit Items und sowas alles haut das dann wahrscheinlich hin. Und ja, weil so Rainbow oder 2111 ist das dann doch sehr mühselig. Da brauchst du schon wirklich gute Helden für. Oh je. Okay, das war jetzt nicht gut. Ich muss da einmal kurz in mich gehen und seit wann macht er denn Schaden? Jetzt mal ohne Witz. Er macht einmal in seinem Leben Schaden und natürlich ist in dem Fall dann jetzt auch mein Talek weg. Aber jetzt sind wir nämlich eigentlich am Arsch, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel die Durchschlagskraft. Das Ziel war wirklich Talek da durchzuboxen. Ja, jetzt heilt er wieder, natürlich. Jetzt heilt er wieder. Warum hast du das denn nicht gerade gemacht? Boah, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr, ich bin ermüdet von diesem scheiß Turnier. Hau da jetzt einfach alles raus, hier komm. Weg damit, geh mir einfach aus den Augen. Bin nicht mehr auf die Nüsse hier. So. Den Rest schaffe ich alleine. Boah, ey. Also wirklich. Nee. Ja, 83, super. Ja, klar, jetzt fehlt mir 9 Minuten. Ja, natürlich. Ah. Ja, machen Raid. Wir machen jetzt einen Raid. Ah, der war den ganzen Tag gestern online. Den ganzen Tag, ich schwöre, den ganzen Tag. Dann habe ich ihn einmal erwischt, dann habe ich ein grottiges Board gekriegt und jetzt ist er wieder online. Oh, batshit crazy. Machen wir batshit crazy. Und 7 days resting. So. Und wir werden jetzt natürlich gleich auch noch Beschwörungen machen, ja. Das kommt noch dazu.
Ich hoffe, dass da, obwohl ich mache nicht viel von daher. Oh nein, nein. Oh, okay. So, Grasul Sim, der Franzose. Erstmal ein bisschen ghosten, ein bisschen das. Achso, er brennt gar nicht. Wer denn? Warum brennt er nicht? Blöde Mönch. Nichts gegen Mönche, aber in dem Spiel. So, was machen wir hier? Machen wir das mal. Mhm. Ja, ich muss jetzt gerade mit dem bisschen klarkommen, was ich habe, ne? Gut ist, dass der Franzose den Attack abgemacht hat. Mhm. Na komm, kill mal die beiden. Ah, wow. Ob er es schafft, weiß ich nicht. Ah. Mhm. Aha, verfehlt. Drecksack. So, jetzt mal gucken, da kommt rot, gelb, okay. Warum? Er wird immerhin nur auf einen. So, so, so. Nehmen wir hier die roten. Also dieses Team funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Das muss ich mal sagen. Das ist konstant. Außer im Krieg vielleicht, aber im PvP ist es konstant gut. Bad Chick, I'm sorry. Very, very sorry. So. 6 Minuten haben wir noch. Titan ist tot. Dann gucken wir mal. Habe ich denn hier? 4 Stück. Können 4 Beschwörungen machen. Der gestiefelte Kater wäre natürlich am schönsten. Und der Monatsheld, ja. Monatsheld und gestiefelte Kater, weil er halt ausweichen kann. Weil er rot ist, das ist ganz wichtig. Und gut, er heilt sich, er macht den Angriff hoch. Das ist eigentlich alles eine super Sache. Deswegen wäre er schon ganz gut. Pixie habe ich. Rumpelstilzchen. Ja, Rumpelstilzchen ist so sehr, sehr tricky, ne? Also wirklich im wahrsten Sinne, weil du weißt halt nicht, was er macht. Du könntest dann zum Beispiel vielleicht, wenn er der Letzte ist und du musst den Gegner killen irgendwie, weil er jetzt gerade sein Special macht und dann feuerst ihn und dann heilt er sich und dann stirbt er trotzdem. Bringt jetzt nicht so viel, ne? Wenn er dringend Heilung brauchst, weil jetzt zum Beispiel eine Ursena oder ein Killhase dich platt macht und er macht dann hier, keine Ahnung, minus 34 Verteidigung, bringt auch nicht so viel, ja, also es ist immer sehr, sehr tricky, wie man ihn einsetzt, wo man ihn einsetzt. Rotkäppchen habe ich ehrlich gesagt noch nie viel gehalten, der einfach gar keinen Schaden macht, der ist genauso ein bisschen besser vom Schein her als Deluria. Aber auch dieser Lakaien haben mich nie beeindruckt, ja. Der Lakai schützt seinen Besitzer vor direktem Mana-Entzug. Ja, super. Fatal habe ich. Boss Wolf wäre, wenn nur interessant, wenn jetzt wirklich diese sehr, sehr schnellen Kriege kommen. Aber er macht halt auch nichts, ne? Er hat halt nur seinen Gegenschlag. Insel habe ich. Sonst noch jemand hier? Ja, Schneewittchen habe ich auch. Hätte ich in dem Turnier eigentlich einsetzen können, ja. Ist immer, weil die so weit unten war, habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Weil sie halt Boni und Statusleiden entfernt und dadurch halt viel Schaden macht. Weil sich das halt alles deckt, ne? Okay, also Rennfeld. War schon mal nix. Aumähne. Sulak wäre auch nicht schlecht. Sulak habe ich auch noch nicht. Den Monatshelden. Wieder lila. Ah, diese geliebten 3 Sterne, ja.
Ah, komm. Brot ist gut, aber nicht Naschka. Okay. Kein Event, kein Monatshild. Machst du nix. Sulak. Hallo? Genau, ich bin schon mal in einem Turniervideo am Ende kurz drauf eingegangen, ne? Also ist keiner Defensivheld. Also von daher, wenn man irgendwie was Lilanes braucht, was defensiv was aushalten soll, dann ist Sulak zumindest richtig. Und ich glaube, wenn sie schnell wäre, wäre das zu overpowered, ja. Kombination natürlich mit Schattenhelden ist das ganz gut. Mit diesem Schattenlakaien da. Ja, aber wie gesagt, ich hab da schon was zu erzählen. Den müsste ich jetzt, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen, da wiederhole ich mich. Ist definitiv ein guter Held, aber es gibt deutlich bessere, ja, wenn man jetzt so von den Hittern her, also das kommt natürlich auch immer drauf an, das ist natürlich auch schwer zu sagen. Wenn man jetzt einen Heiler braucht in Lila, weil man jetzt keinen Riegert hat, kein Kunchen oder keine Sabina oder sonst was, ist der Held natürlich super, auch mit Paladin, ne, wenn man dem Embleme gibt. Man kennt es bei Teloria. Zusätzliche Verteidigung, wie viel ist das? 30% oder sowas, keine Ahnung. Ist das schon gut, ja. Da hier muss man nicht so drauf achten, dieses Sandschaden widerstehen. Das haben nicht viele. Von daher, das ist jetzt nicht so wichtig. Ist aber der erste Held halt, der das hat, ne? Deswegen, ein Unikat. Aber sonst hauptsächlich halt in der Offensive natürlich finde ich sehr gut eigentlich, wenn man den mit hat. Mit der 23er Mana-Truppe, aber in der Defensive weiß ich nicht. Eher, wenn dann nur als Tank. Muss dann gucken, ja. Also wie gesagt, es gibt deutlich bessere von den Highline her jetzt nicht unbedingt, außer Riegard. Aber kannst aber ja schlecht vergleichen wegen 4 Sterne, 5 Sterne. Offensiv natürlich, ja. Von den regulären Satana definitiv besser. Domitia als Hitterin. Und da gibt es schon deutlich bessere. So, was haben wir hier? Ja, eine habe ich verpasst. Das war wegen Atlantis. Habe ich nicht dran gedacht. Okay, hier haben wir die Embleme schon gekriegt. Was ich aber jetzt mal machen werde, da wir das ja jetzt nur durchspielen gleich, nehmen wir die mal raus und ich packe mir mal die Rolle der Wiederbelebung ein. Die nehme ich auch raus und packe mir da. Ich weiß nicht warum. Warte mal. Kann man. Ich habe 999. Ja, ist ja gut. Kann man 1000 herstellen? Weil das. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich bei 999 gestoppt habe. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warte mal. Das ist jetzt nur mal ein Test. Einsammeln. Ach, krass, ey. Habe ich direkt bei 999 gestoppt. Ohne es zu wissen, ja. Mir ist das nur gestern aufgefallen. Dachte ich mir, warum? Geht's nicht weiter? Aber. Geht doch weiter. So, jetzt geht's hier auch weiter. Komm. Letzte Runde holen wir uns die Embleme. Auf geht's. Ach komm, jetzt geht das los. Mal rein hier in den kleinen Mann. So, die Einsterne gehen alle da rein. 2 Sterne sammle ich, bis ich 10 habe und dann gehen die in Wotnik rein. So, komm, jetzt aber. Auf geht's. So. Okay. So. Wähler machen wir auch direkt an, machen direkt den Diamanten. Also ich kann es, wie gesagt, also so, also
ich entschuldige mich, falls ich hier nicht gerade sehr, obwohl ich weiß, dass euch das freut, wenn ich mich aufrege, aber das ist nichts für mich, ja. Da stresse ich mich nur noch mehr hier mit diesen Events. Aber ich glaube, das ist ja das, was ihr eigentlich sehen wollt, ja, wenn ich mich hier aufrege. Deswegen, ja, also vom Prinzip her, wie gesagt, also ich Hochachtung vor den Leuten, die wirklich das Monat für Monat durchziehen. Und dann natürlich auch nicht nur durchziehen, sondern halt dann auch wirklich Top-Scores abliefern. Ja, also das heißt ja dann nicht nur durchziehen für Top 100, mal so ein, zwei Mal durchspielen, sondern die machen es ja wirklich dann fast den ganzen Tag gefühlt, ja. Das ist halt schon echt enorm. Also da ziehe ich wirklich meinen imaginären Hut vor. Das sind so Sachen. Nee. Mal eben gucken, warte mal, das wird jetzt als nächstes, kommt die Bossrunde, ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ja, 2 Minuten, ja, das kann hinhauen mit der Bossrunde. Nein, Fehler. Fehler. Wollte ich noch gar nicht auslösen. Oh, Ariel. Oh. Dreckiger Mistkerl da, ey. Können wir das jetzt hier mal irgendwie mal beenden? Nein, da darf ich jetzt nicht hinspielen. Da müssen wir das so machen. So, jetzt hoffe ich, kommt kein Gelb hoch. Okay, Schwein gehabt. So. Machen wir das erstmal so und so. Und ich kümmere mich, glaube ich, jetzt mal als erstes um den Hampelmann hier. Natürlich die meiste Defensive, ne? Ist jetzt vielleicht nicht so Vorteil, aber kriegen wir schon hin irgendwie. So, da sehe ich einen lila Diamanten, den mache ich auch. Dann kann ich nämlich den Gegenschlag wegnehmen. So. Okay, Wähler an. Ja, das Ding ist halt einfach. Ja. Das wird natürlich jetzt hart, ja. Die Minions machen es natürlich auch nicht einfacher. Aber das ziehe ich durch hier, ja? Also ich baller da alles weg, was ich habe. Das sollten wir aushalten. Ja, ich muss mal eben einmal hier heilen. So. Oh, das hat Talek aber ganz schön zur Bahn geworfen. Na guck mal, irgendwie, wir haben nichts erreicht, ja? Wir spielen die ganze Zeit hier, wir sind hier kurz davor zu krepieren. Haben aber gefühlt nichts erreicht. Jetzt muss ich hoffen. Oh, was war das denn? Mich verarschen, was war das denn? Ja, ich glaube, ich muss wirklich erstmal hier den Kater versuchen wegzukriegen. Ach komm, weißt du was? Wir haben hier schon so viel verballert heute. Können wir die auch verballern?
Hätte vielleicht ein Proteus mitnehmen sollen. Ist immer schön, dass mir das dann immer danach einfällt. Ja, gib mir mal ein bisschen mehr Kombos. Streng dich doch mal an. Ein bisschen mehr. Wir sind jetzt kurz davor, den Bosswolf fertig zu kriegen. Warte, dann gehen wir jetzt mal auf den Bosswolf. Ach komm. Streng dich doch mal an jetzt hier. Jetzt haben wir wieder diesen Kack-Minion da. Ah, jetzt kommt aber auch gar nichts, ne? Jetzt kommt wieder gar nichts hier, keine Kombos, nichts. Komm schon. So, jetzt Talek. Regel. Regel es. Ach ja, Rot. Wir haben ja kein Rot. Ah. Komm. So, Gelb und Blau. Das sollte doch wohl reichen, oder? Oh ja. Mann, Mann. Aber nur die beiden Heiler. Aber auch, ne? Also ich meine, ich glaube, selbst mit Mono hätte das so lange gedauert hier. Und das Traurige ist halt einfach, ich musste so viele Items einsetzen, ne? Das tut mir in der Seele weh, für so einen Schwachsinn Items einzusetzen. Deswegen habe ich da auch absolut keine Muße, da irgendwie auf Rang zu spielen. Ja, das ist wirklich dieses permanente Wiederholen, das nervt halt einfach nur. Ich meine, für manche ist es halt, wie gesagt, die Herausforderung, ja, das zu machen. Aber trotzdem frage ich mich, warum? Warum? Warum machen das Menschen? So, können wir jetzt mal hier irgendwie mal zu Potte kommen? Ich habe keine Lust mehr. Kann dieser gestiefelte Kater jetzt nicht mal einfach draufgehen? Jetzt mal ohne Spaß. Ach, jetzt hat er wieder Minion. Ah, oh, je. Ich muss jetzt mal irgendwie gucken, dass dieser Talek kriegen wir jetzt an den Start. Oh, Seeschat auch, okay. Die Blauen, die verabschieden sich gleich, das ist nicht gut. Rotkäppchen ist schon wieder voll. Jetzt mal ohne Spaß. Die Olle, die geht mir auch sowas von am Keks, ne? Komm jetzt. Natürlich treffen die jetzt hier nicht. So, jetzt sieht das Board nicht schlecht aus, ja. Vielleicht kriegen wir da jetzt mal ein bisschen was zustande. Ja, blauer Diamant, gut. So, Talek nochmal an. Jetzt hauen wir mal die ganzen Blauen hier raus. Das ist ja das Ding. Guck mal, jetzt habe ich Kombos gekriegt. Und jetzt ist sie auf einmal tot. So gut wie, ja. Ich brauche halt dann Kombos. Wenn du Talek mitnimmst und so, dann brauchst du diese Kombos. Und die habe ich halt gerade einfach gar nicht gekriegt. So, ja, 10 Minuten. Guck mal, sind wir 10 Minuten? 10 Minuten Verschwendung. Wirklich, ja, also. Ja, danke. 150. Unfassbar, ja.
viel zu viel, finde ich. Aber gut. Das ist meine Meinung. So, wir haben es geschafft. Ich bin froh, dass dieser Scheiß jetzt endlich durch ist. Embleme habe ich im Moment sogar gar nicht zu vergeben. Obwohl hier doch, morgen kriegt noch eine Runde. So. Dorfsteam. Druiden-Embleme, da bist du jetzt am Start. Dich machen wir hier weiter. Hier weiter. Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da noch jetzt. Ach ja, hier Waldläufer, ne? Das Waldläufer, ja. Ah, da muss ich gucken wegen den Kostümen, was das für eine Klasse hat und sowas, falls ich das irgendwann mal kriegen sollte. Gut, dann war es das für den Moment. Also Freunde, falls ich jetzt hier nicht die super positive Stimmung überwacht habe, es liegt einfach an diesen Events, ja. Kann ich nur weniger leiden als den Krieg und dennoch haben wir es jetzt geschafft, auch wenn es lange gedauert hat. Sorry dafür, aber versucht es, wenn ihr nicht die Helden habt, mit Mono, mit Items. Ich musste zu viele Items einsetzen, das ging mir mega am Keks, aber um da durchzukommen, ansonsten spielt den ganzen Tag, irgendwann kommt er durch. Also das ist die andere Alternative. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.